Du liebst taktische Ausrüstung, taktische Rucksäcke, willst aber im täglichen Leben nicht unbedingt auffallen und wie G.I. Joe oder irgendein anderer Supersoldat wirken. Wenn das etwas für dich ist, dann solltest du über das Tasmanian Tiger City Daybag nachdenken. Dieser ja, zivil wirkende Rucksack ist mehr als nur taktisch. Du hast mehrere Ebenen, die ich dir gleich zeigen werde, und den Schnellzugriff auf eine, wenn du magst, Selbstverteidigungswaffe oder als Soldat aus richtiger Schusswaffe. Wenn du wissen willst, was das kann, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Tasmanian Tiger City Daybag. Und ja, dieses Teil, das ist ganz brandneu, jetzt im Jahr 2020 und ist auf die Anforderungen, so wie ich gehört habe, von verdeckt ermittelten Beamten bzw. Spezialeinheiten, die irgendwo unterwegs sein wollen und nicht unbedingt mit dem taktischen Super irgendwie, ja, so wie ich es anzogen bin, das zieht irgendwie, wenn man in der Stadt unterwegs ist, Aufmerksamkeit auf sich. Und auch ein taktischer Rucksack, so wie wir das kennen. Und die Antwort von Tasmanian Tiger ist dieses Teil hier. Ein Tatonka-Rucksack, okay, also irgendwas, in Grau gehalten, schaut sehr zivil aus, ist aber, wenn wir wirklich reinschauen, sehr, sehr taktisch. Und ich würde sagen, das tun wir jetzt. Das Hauptfach, ja, das unterteilt sich in zwei unterschiedliche Zugriffsbereiche, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, du kannst es aufmachen, kannst es komplett auflegen. Das heißt, du hast hier jetzt Zugriff auf all die Dinge. Das, was ich dir hier jetzt zeige, ist im Lieferumfang nicht dabei. Also zum Beispiel etwas für die Fotografen unter uns. Dann auch diese kleinen Taschen hier, die gibt es auch von Tasmanian Tiger. Link, billige Eigenwerbung, klar, gebe ich dir in meinen Shop zu all diesen Dingen hier. Oder auch das hier, ja, diese kleinen Ordnungstaschen, die sind alle möglich, die kann man mit diesem Klett hier an, mit dem modularen System von Tasmanian Tiger anbringen. Musst du aber nicht. Also so schaut er jungfräulich aus sozusagen. Im Standardprodukt schaut er so aus. Du kannst auch hier, da geht das vordere, der vordere Zugriff, der geht nicht komplett auf. Also da hast du hier wirklich eine Tasche und da geht auch einiges rein, werde ich dann nachher auch noch zeigen. Und weil immer wieder die Frage kommt, geht sich A4 aus? Ja, da geht sich ganz locker A4 aus. Auch billige Eigenwerbung, mein Buch, die 600 Survival-Tipps, A5. Das heißt, wenn ich das da quer reinkriege, dann kriege ich da locker auch A4 rein. Überhaupt kein Thema, überhaupt kein Problem. Das heißt, das ist hier mal ein Bereich. Wenn du aber sagst, ich will das nicht, kannst du das hier rauspoppen und, weiß ich nicht, wegwerfen, nein, irgendwo hinlegen. Und dann hast du, wenn ich hier jetzt wieder zumache, so, ein großes Fach. Das heißt, wenn du verreisen willst für ja, einen Tag oder zwei Tage und drei Tage im Hotel bleiben willst und nicht allzu viel brauchst, dann ist auch das eine gute Möglichkeit, beziehungsweise für den täglichen Bedarf. Also das ist auf jeden Fall einmal eine fette Sache. Bevor wir uns die zwei beiden Fronttaschen anschauen, noch die Seitentaschen. Du hast auf beiden Seiten hier solche mit Gummizügen ausgestattete Taschen. Da passt auch eine 1,5 Liter PET-Flasche ohne Probleme rein, auf beiden Seiten selbstverständlich. Ob das Sinn macht oder nicht, kann ich da nicht sagen, aber es geht sich auf jeden Fall aus. Und da wäre auch noch Platz, also wenn du da schaust, da ist auch noch genügend Möglichkeit, eine breitere Flasche wie Crail, diesen Wasserfilter gebe ich da auch da oben reinzugeben, ist alles überhaupt kein Thema. Aber jetzt zu den Frontfächern. Bei den Frontfächern gibt es mal das obere Fach, ja, haben wir hier. Ich zeige es dir dann noch einmal im Detail und noch ein bisschen genauer. Und das, was ich dir vorher gezeigt habe, nämlich dieser Schnellzugriff. Das heißt, das ist eigentlich dafür gemacht, ja, für Waffenträger. Das heißt, du hast diesen Rucksack, das ist alles super, super, wunderbar. Und aus irgendeinem Grund hast du ein Problem, ziehst den hier nach vor. Dann befindet sich an dieser Stelle, an diesem unteren Fach, da war das obere, das ich gerade aufgemacht habe, da ist das untere, da befindet sich so ein ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein Flaschi halt, ja, das steht da raus, ein Band steht hier raus. Und die Idee ist, dass ich mit diesem Band hier öffnen kann und das untere Frontfach öffnen kann. Da ist hier so ein Klett dabei, der ist standardmäßig drauf. Das schwarze Klett, das du hier siehst, das habe ich eingebaut, um hier zu, das ist ein Holster im Endeffekt, ne? Du könntest hier ein Holster einbringen. Und ich habe hier nichts anderes, weil Waffenträger bin ich nicht, nämlich, ja, so einen Teleskopschlagstock einzubauen. Das geht super, wunderbar, habe ich auch schon getestet, also nicht den Schlagstock glücklicherweise, sondern wie lange das da drinnen hält, ewig. Ich habe das Teil ja schon einige Zeit jetzt im Einsatz, möchte ich gleich dazu sagen, und daher kann ich das auch bestätigen, das hält hier wirklich bombenfest, also da geht auch nichts auf, das ist wirklich super gemacht. Was mir auch gefällt ist, das heißt, das geht hier komplett bis nach, schau hier, da,
Da stehe ich an. Das heißt, diese Tasche hier, da passt auch was Größeres rein. Weiß ich nicht. Ja? Für Waffenträger, die jetzt wirklich Waffen tragen, ich habe jetzt hier zum Beispiel für den zivilen Bereich auch den Jet Protector hier, der wird sich da auch ganz, ganz locker, wenn man einen dazugehörigen Holster, den es auch von Tasmanian Tiger gibt, ja, der passt da wunderbar rein. Eines noch. Es gibt bei diesen Holster, die ich jetzt hier nicht habe, die Möglichkeit, wenn man hier die Waffe reinsteckt, dass hier irgend so ein Bügel drüber steht, damit das nicht rausfallen kann. Denn das ist natürlich schon das Thema. Man muss bedenken, die Waffe steckt so, ja, nach unten. Und das ist natürlich ein Gewicht, das dann immer nach unten zieht. Das muss einfach bombenfest sein. Und daher braucht das schon einen Spezialholster, der wirklich auch noch einmal mit einem Gummizug funktioniert. Bei meinem Schlagstock, das ich da jetzt eingebaut habe, testweise, hat dieses runde Ding, das ich mir da selbst zusammengebastelt habe, wunderbar gehalten. Ja, und ein Blick in die Fronttasche. Und dieser City Daybag 20, ja, das ist ein Teil da, wo wirklich einiges reinpasst, nämlich nicht nur Geld, sondern du hast hier im Endeffekt zwei Netztaschen. Also eine Netztasche, eine richtige schöne Netztasche. Da siehst du auch, was drinnen ist. Ich habe hier Feuerzeuge eingebaut und da eine kleine Tasche, die ist nicht sichtbar. Also das ist einfach fix, dann Schlüsselhalter. Und du kannst auch bei dieser Tasche bis ganz nach unten. Das ist, finde ich, schon eine schöne Sache. Das heißt, es sind vernäht zwei unterschiedliche Taschen. Eine von unten für diesen unteren Zugriff für die Waffe und dann eben diesen dieses Frontteil. Also ich kann da gleich eines sagen, Platz hast du da wirklich genug. Auch was das Tragesystem betrifft, das ist alles schön und wunderbar verarbeitet, wie wir es von Tasmanian Tiger kennen. Hier so ein Griff zum Halten, Brust, alles einstellbar, alles super wunderbar. Und auch das, dieser Rückenteil hier, hat sicher irgendeinen speziellen Namen, schreibe mir unten als Kommentar, ist wirklich schön gemacht. Das Einzige ist halt, da ist halt kein Alu oder irgendein Kunststoff eingebaut. Das ist also kein Wanderrucksack, den ich beladen kann mit 20 Kilo oder mit massivem Volumen, weil das halt dann mit der Zeit da schon raussteht und so ein Wumsti wird, wie ich es nennen mag. Aber ich glaube, dass er für das auch eigentlich nicht gemacht ist. Kein Marschrucksack, ne, würde ich sagen. Es ist auch denkbar, dass man hier irgendwelche Waffen einbringt. Wie gesagt, ich nicht meine Welt, ja. Und daher, so schätze ich, das ist jetzt eine böse Mutmaßung von mir, haben die Entwickler von Tasmanian Tiger auch hier in diesem Bereich, ja, das ist ein Zwei-Wege-Reißverschlusssystem, dieses Hauptfach, dieses hintere Fach hier, da die Möglichkeit auch gemacht, ein Schloss reinzugeben, damit man das nicht aufmachen kann, ist halt nur bedingt einsetzbar, meiner Meinung nach, weil ich ja von dieser Seite hier. Und auch wenn da dieses Flauschi-Mauschi drinnen ist, was ich gerade vorher rausgenommen habe, irgendwie kommt man da rein. Also das ist sowieso nicht das Thema. Ich glaube nur, dass man halt, wenn da wirklich hinten irgendwas drinnen ist, wo ich den Zugriff nicht auf die Schnelle jemanden anderen gewähren will, dass ich dann absperren kann. Und das, glaube ich, das ist jetzt mal die Idee dahinter. Seitlich gibt es dann noch auf diese Kompressionsschlaufen hier, entweder um Ausrüstung einzubauen, also ich habe das zum Beispiel bei meinen Jacken immer wieder gern, die ich dann so reingebe. Irgendwie freut es mich jetzt momentan überhaupt nichts auszuziehen, es ist nämlich bitterkalt hier im Bushcraft-Areal. Wenn dir das interessiert, gebe ich da auch den Link auf waldurlaub.at, billige Eigenwerbung, eh ganz klar, so wie immer. Aber das kann man jetzt hier schön komprimieren und auch standardmäßig hier dieses Flauschi-Mauschi, ich weiß nicht, ein elastischer Zug oder wie auch immer man das nennen mag, damit man, und ich kriege es jetzt feinmotorisch nicht hin, weil es wirklich huschi huschi ist, kann man das hier aufklappen und dann da reinpoppen. Kriege aber jetzt nicht hin, weil meine Finger sagen, bitte hör auf, irgendwas anzugreifen. Und ich höre auch gleich auf. Ich finde diesen Rucksack insgesamt toll. Ja, ich finde ihn wirklich toll. Das mit Bauchgurt und alles drumherum. Es ist ein nettes Teil und ich habe den. Das haben wir Jänner 2020. Ich habe den, ich glaube, drei Monate jetzt im Einsatz und zwar täglich. Und mit täglich meine ich wirklich täglich. Da ist mein Laptop, also mein Laptop, ich habe so einen MacBook irgendwas, was weiß ich, so ein Ding halt, ja. Das passt da wunderbar rein. iPad kann ich reingeben, 100.000 Sachen. Und das wird auch richtig schön schwer. Und trotz alledem habe ich nicht das Gefühl, dass er unangenehm wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du einen Rucksack suchst für den täglichen Gebrauch, der, ja, zivil ausschaut, aber trotz alledem taktische kleine Einheiten hat, dann bin ich mir sicher, dass du mit diesem Teil hier glücklich werden wirst. Er muss dir, so wie er hier ist, gefallen.
denn es gibt momentan keine anderen Farbgebungen bei diesem Citypack 20 und ja, ist ganz einfach so. Ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Wenn du ihn kaufen magst, dann schau da ganz einfach vorbei, ganz klar billige Eigenwerbung und ja, wenn du Fragen hast, dann stell sie mir bitte als Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, schreib mal einen Kommentar, was du von dem Video hältst. Abo bei anderen Videos, bis bald und ciao.